Mein Geheimnis. Zelda, der große Macker. Und da kommt dann nur Refell hin, schau. Kevin hat mein Geheimnis entdeckt. Schau, da ist so ein kleiner Refell-Teppich. Da, schau. Direkt davor, da ist ein Refell-Teppich. Der ist süß. Ja, jetzt ist er voll in den Bogen reinpackt und bringt genau gar nichts. Ich sehe ihn, ja. Na, bei mir ist er im Boden. Bei mir ist er auch halb im Boden. Bei mir geht's gut. Ist okay. Ich kann damit leben. Ja. Hast du noch irgendwie Fälle übrig, die wir da gleich reinbauen können? Oder bist du Forest, das Spiel der Bugs. Ich habe zwei Rehfälle noch und zwei Hasfälle. Weil die Rehfälle, dann könntest du den Stuhl da rüben. Also, ja, zumindest die Rehfälle reinhauen, bitte. It's raining. Auf zum Feuer. Erst blaue Büsche wachsen. So, also unterwegs werden wir Rehe töten, um den beiden Wasserschläuche zu holen. Ja. Wird das so eine lange Reise, glaubst du? Ich reiß sie nicht ein. Ich nehme die Funlux-Strategie, ich bleibe einfach hinter Zelda. Ich schieße sie einfach in den Kopf. Pfeile habe ich. Warte, ich muss meine Pfeile noch aufladen. Ich hab mehr wie genug Pfeile, ich hab sogar Pfeile mit, weil es nicht mehr Platz gehabt hat. Stimmt, Pfeile. Okay. Ich hab voll Pfeile. What? Da will irgendwer Pfeile haben. Ich hab's gerade an den Körben voll gemacht. Da, schau. Ja. So. Es regnet nicht mehr. Hast du noch welche tragen, Zelda? Ja. Bin voll. Wo habe ich noch mehr Pfeile, wenn wir probieren? Schon voll. Weise uns den Weg. Das ist unser wandelndes Lager. Ihr habt gedacht, das willst du werden. Ja, aber ich. Halt, ich trinke das Lager. Achso, in real life trinke ich noch. Such's. Aber der Typ rennt hier den. Der ist gleich nach dem Baum. Und da. Fällst du jetzt den Baum, wo er hochgelaufen ist, oder was? Ja. Ich bin gerade runtergesprungen. Der Baum erwischt mich jetzt nicht. Hey. Leute, er ist schon vom Baum unten. Ich weiß, ich warte. Wow. So. Ah. Die Rache! Einmal getroffen und schon ist er tot. So, weiter geht's. Ich will dann, können wir dann nochmal zu der Höhle gehen, wo der bessere Bogen ist? Da müssen wir sowieso hin. Da ist mein Todesspawn. Da ist Thomas gestorben. Also muss, da gehe ich mit dann. Führe. Guck mal, Leute hier. Und ich bin einfach lost. Nicht mehr nur verpeilt, sondern lost. Wieso hängt sich jetzt das Spiel auf? So, nee, passt schon. Nee, wir wandern gerade alle in die Höhlen. Ja. Die hängende Höhle, ja, ne, da war ich gerade. Das ist die, Sub. Achtung! Ich bin gerade im Sprung in den Kopf geschossen. Kann gut mal passieren. Der liegt schön da. By the way, Zelda, warte mal kurz. Nein. Alkoholstoff, ist das schön. Ja, Koma, du sollst vielleicht nicht vor. Klausi! Hallo Klausi, ich tu die Bomben zu, was das ist okay. Hab's hier erfolgreich getötet. Ach, da ist noch ein. Oh, da ist ein Mensch. Kann ich meine Rüstung gleich wieder aufbauen. Aber dafür, dass Koma laufen wollte, hat er jetzt schön gekämpft. Ja. Er wollte Klausi töten. Ja, weil ich gemeint habe, ich kann ihn wegkillen einfach mit Feuer. Ja. Weil er meine Axt gebrannt hat, aber das hat nicht ganz so funktioniert und dann war er auch schon mittendrin. So, hallo, ich bin jetzt da, oder wie geht das bei dir? Ja, genau. Hallo, Kuma ist jetzt da. Stuff für dich, Stuff. Geht's da runter? Oder müssen wir da runter? Ja, die brauchen wir eh, weil. Das ist die Taucherausrüstung. Ah, oh. Hier war sie schon. Gut. Dann. Passt, Hobby. Schön. Ich will deine Taucherausrüstung kriegen. Gehst du mit Kuma oder sollen wir dich zum Dorf begleiten? Oder? Ehrlich gesagt. Wir sind, beid,
Wir sind beides die gleichen erste Zelda, hast du gehört? Thomas, ja. Ich hab zu dir gerade gesagt. Ich glaube, ich hab noch nicht gehört. Warum nicht? Das war aber knapp, die ist gerade despawned. Aha. Wäre schade gewesen drum. Wir können jetzt hier hochgehen einfach, es ist ne? Hell. Da müsste dann unser. Weil da sind die überlagernden Häuser. Wo ist Zelda? Der ist noch hinter uns. Bambi hinterher. Ah. Hinter uns, ja. Ah, wo? Thomas ist wieder blind. Wow. Da uns läuft da ein Typi noch. Der gehört nicht zu uns. Ist er jetzt tot? Ja, der ist tot. Ja, endlich. Und dann geht's mit Taucherausrüstung Leiche suchen. Und wenn ich sie dann immer noch nicht finde, dann heul ich. Dann heul ich einfach. Ist das eine Idee, Chat? Aber normalerweise, wenn ihr wieder kremst, dann haben wir ein wunderschönes Haus hier. Dann machen wir nachher eine große Hausparty für das Revival von meinem Stuff. Hausparty. Oder eine Trauerfeier. Ich schau dann, ob ich vielleicht noch ein paar Dekorationen zusammenbringe. Hat von euch irgendjemand mal Paluten geschaut? Na klar. Tanzparty auf dem Laser. Kennt ihr das? Oh! Wollt ihr warten noch auf mich? Oder au! Es sind ja viele! Ja, ich weiß. Aua. Finde ich nicht okay. Uah, boah, du boah, jetzt hab ich mich erschreckt. Ach du, ah! Oh. Der war direkt hinter mir! Also, wie ich in dem Game mal erschrecke, hätte ich auch nicht erwartet. Oh. Kevin hat mich angehauen. Sorry. Schön. Wo machst du jetzt auch noch eine Leiche mit? So. Lasst mich halt draußen, ist okay. Bogen mit Isolierband und Taschenlampe. Uma, kannst du mir dann eine Rüstung holen? Gefallen tun, sobald du alles zerstückelt und ins Feuer geworfen hast. Was denn? Schau mich an und sag, Missetat vergangen. Da willst du mit dem Aufzug nochmal kurz runterkommen. Oh Gott. Da von unten holen? Ja, aber... Oh, die Rüstungsständer sind leer. Zu doof. Hat jemand Rüstung über? Ja, wo ist Zelda hin verschwunden? Ich darf nicht zu lange weggucken, dann sehe ich dich echt nicht mehr. Ah, da hinten kommen sie schon. Können wir die Rüstung anziehen? Nein. Wow. Du Akro-Kind. Da habe ich, glaube ich, gerade einen Thomas angeschossen. Ey! Da freue ich mich, dass ich das erste Mal einen Headshot gebe und dann schießt du mich an. Au! Au! Hallo! Ich habe mich übersehen. Bin echt gespannt, ob das jetzt was wird. Versuch hat Nummer 2. Das gewesen, wo wir vorhin drin waren gerade. Nee. Wir haben ja erstmal den Unterwasseranzug geholt. Um in die andere Höhle zu gehen. Thomas, sind die alle verbunden miteinander? Nee. Was wurde denn hier gebaut? Das ist Elis. Wollte auch schon Elis lange nicht mehr blicken lassen, ne? Da sind nicht mehr viele drin. Oh mein Gott, du hast gar keinen Hasen genommen. Was trinken, ne? Mein Dustes Ding ist noch voll. Achso. Der Eli hat sie auch schon lange nicht mehr hier blicken lassen, oder? Oh. Er hat ja kein Internet. Achso, ja, stimmt. Ich hab ja vorhin gesagt, dass du dreimal stirbst, aber bist ja noch nicht gestorben. Tja, gekonnt ist gekonnt. Warum haben wir das jetzt angemacht? Ich
Hunger hab. Der ist doch schon fertig. Hunger. Hier, ich hab zwei Echsen drauf. Ich bin gerade aufgelegt. Wo kriege ich eigentlich die Liste mit den Passagieren? Auch im Flugzeug, ne? Im Flugzeug. Einfach E-Spam. Im Flugzeug kriegst du alles. Da liegt noch was auf dem Dings, ne? Ja, ich hab gegessen. So. Wir warten bitte, danke. Hallo. Tschö. Jetzt geh ich schon mit, warte doch bitte. Ja, wer sind ihr hier? Da, einmal darüber. Das hier. Hab ich. What the hell is it hier, Alter? Die ist ja richtig geil, die Höhle. Also noch ein paar Snacks und noch eine Taschenlampe. Und ich habe Restraining-Order habe ich gefunden. Ja, das ist ein Sammel. So. So. Lauf mal runter. Schon? Müssen wir denn nicht zuerst rüber gehen? Nee, jetzt müssen wir rüber. Ach so. Wir können an die Wand und dann. Genau, das waren ja jetzt Kumas 30 Meter Seil. Was für genau. Die an die Wand? Ich hab keine Wandkletterdings, ne? Dann musst du springen. Wieso denn? Wir sind da eh einfach runtergefallen. Macht man das zu springen? Ach so, da, das meinst. Schaff ich das zu springen? Heb dich auf. Das war nix. Ist überlebt. Kellen? Ja, ich lebe noch. Bin ich der Einzige, der den regulären Weg runternimmt, oder wie? Ja, irgendwer muss nochmal runtergehen und die anderen aufheben. Den Generator können wir den eigentlich mitnehmen. Nee, du kannst ihn runterschubsen. Ja. Da mussten wir jetzt drüber, oder? Da mussten wir drüber. Ja, Sprung ist möglich, Kevin. Ja, ich springe nicht. Einmal in dieser Höhle sterben reicht. Und fast zweites Mal. Hast du dich schon wieder vollgeheilt, Kevin? Oh, ich höre Gegner, oder? Nee. Was war das dann? Zeigt uns das Foto hier hinten. ein Bum-Bum-Loch. Also. Ah, Tauchflaschen. Natürlich höre ich Gegner. Ja, keine. Warum? Ich hab einen gehört. Ich hab auch einen gehört. Okay. Ich bin hier vorsichtshalber. Hast du Lagerfeuer direkt an? Hier runter. Ja. Immer durch die Unterwasserhöhle schwimmen und hinten ist der moderne Bogen. Kommst du mit oder muss ich das jetzt selber machen? Ich komm mit. Ich muss ja auch wieder einen Bogen holen. So, und jetzt muss ich halt überall e-spammen, weil der Totenkopf nicht angezeigt wird, oder wie? Genau. Aber irgendwas muss ja da zu sehen sein, oder? Kann ja nicht einfach nicht sein. Wasser ist halt so die Sache. Glaubst du, dass im Wasser das Zeug überhaupt noch da ist? Das ist auch noch eine Sache, ob es überhaupt gestoppt wurde. Also ich bin ja irgendwo an der Decke gehangen, glaube ich. Das sind so Wasserkristalle. Hier liegt da. Oh, moderne Pfeile. Für mich liegt der Bogen gerade nicht da. Das ist... Ah, blöd. Feuer ist heiß. Die Erkenntnis des Tages, Feuer ist heiß. Für mich war er da, das wäre jetzt kacke, wenn der auch personalisiert ist. Nee, kannst du nicht. Gleich wieder rein. Okay. Ich will ja nichts sagen, aber ich finde hier nichts.
glaube, wenn man unter Wasser stirbt, dann... Mag das Spiel nicht so. Kann das sein? Kann vielleicht sein. Ich hoffe nicht, aber... Was würde man da sehen? Ja, das aber ist das sieht Wenn dann eben nur Thomas, das ist das Problem. Hätte ich jetzt gesagt, ich helfe dir. Ah, nee. Nee, leider sieht es nur... Du warst kurz vor, vor Ende. Wo ist das Feuer? Da ist das Feuer. Kurz vor Ende. Ja, dass es doch auf dem Boden gesunken ist. Kannst du nachschauen? Ja, bin ich gerade dabei. Ja, was sieht ihr? Pass auf deine Luftanzeige auf. Ja, sie ist noch zwei Drittel voll. Ja. Hey. Was denn? Eine Wasseroberfläche ist da, wo ich jetzt bin. Ja? Nee, du musst noch höher. Bei dir ja, bei mir nicht. Ich komm auch mal. Du musst noch ein Stück weiter höher. Tschüss, jetzt bin ich oben. Ja, lol. Ich nicht, also bei mir ist hier Wasser vorbei. Ja, lol. Wo ist das Feuer da? Ja, bei mir. Au. Ja, das ist Feuer. Geh ins Wasser. Geh ins Wasser. Hat sich repariert. Länger, länger. Ich brenne noch immer? Nee. Ja. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist gelöscht. Nein, Thor, Papa tut Hausibon. Grüße an Thor. Grüße vom Patenonkel. So. Wenn ich jetzt eine neue Druckluftflasche nehme, ist sie komplett weg, auch wenn es... Ja, ist komplett weg. Auch wenn man ja nicht ganz leer wäre. Ach, das ist kein... Was machst du da jetzt? Was, gibt's noch was hier in der Höhle, was man suchen kann? Nee. In der Höhle nichts mehr. Was ist das? Guck mal, ich hab den modernen Bogen. Hab ich noch? Jetzt hoffen wir nur, dass Thomas sein Zeug findet. Ja, ich spam die ganze Zeit eh in der Hoffnung, dass ich irgendwas Unsichtbares aufnehme. Alter, hast du einen... Also den tue ich nicht. Hast du ein Klebeband? Sieht sehr schlecht aus. Und du sagtest, so weit hinten war das nicht. Nee, du warst schon kurz vorm Ausgang. Warte nochmal mit der Tauchflasche und der Kackbrille das nicht besser sieht. Ah ja, du hast ja keine Brille. Achso, wo kommt denn die Brille her? Haben wir nicht. Du hast mit dem Ding keine Brille. Und du, es gibt einen Forest eine Brille. Du hast bloß ein Licht und Sauerstoff. Das ist der Scheiß, ne? Das heißt, du hast in dem Dreckswasser eigentlich deine Augen offen. Müssen wir eigentlich nach jedem Tauchen infiziert sein? Ja, theoretisch schon eigentlich. Ich rutsche gerade ab. Also ich sehe nichts, ich grab nichts. Solange ich nur in-game sauf. Ich meine, wenn ich hier saufen würde, dann würde ich mir Sorgen machen. Es ist eher zu heiß hier drin. Bin kurz davor, dass ich lüfte. Hier irgendwo bin ich gestorben, aber ich sehe nichts. Normalerweise sieht man ja so einen Totenkopf in Forest, wenn man gestorben ist. Aber... Dann ist es weg, dann ist es schon weg. Ich glaube, es ist ein Bug unter Wasser. Forest ist ja voll das Buggy-Game, aber es ist trotzdem cool. Ich mag's voll. Kann ich jedem empfehlen, der ein Survival-Game sucht. Cool, aber es ist buggy. Ja, aber genau das, glaube ich, ist der Charme von Forest, weil es eben so buggy ist. Ja, hier ist einfach nichts. Unter Wasser ist es halt so eine Sache. Hm? Können wir Thomas' Leiche sehen? Nein. Nee, hier ist keine Leiche. Ich meine, ich kann hier noch so oft herumschwimmen. Ich bash auch die ganze Zeit den E-Button, falls es unsichtbar wäre, dass ich es grabben würde. Aber... Nö. Nö, nö. Das sind alles Holzbretter. Zelda, ich würde mal sagen, unsere Mission ist failed. Dann müssen wir auf Plan C zurückgreifen. Müssen wir auf Plan C zurückgreifen, ich komme wieder hoch. Das hier ist schon Plan B? Das war Plan B. Plan A! Ja, ohne Tauchausrüstung zuerst reintauchen. Und was ist Plan C jetzt dann? Nein, Glitch nutzen. Dann in der Basis. Also es ist so gesehen kein Cheaten, weil das Spiel ermöglicht es ja, aber es ist halt auch nicht die charmante Art. Ich wärme mich nur noch mal kurz auf. Und dann können wir zurück in die Basis gehen von mir aus. Lol.
tanzt halt herum. Ja, natürlich. Tanzt, meine Puppen, tanzt. Hallo. Das war Klausi Mausi. Da hast du ihn jetzt erschossen oder wieso ging das so schnell? Ich hätte ihn erschossen, ja. Ha. Nice. Das war heute. Okay. Ich bin schon gefragt, warum Klausi Mausi. Müsstest du mir dann mal sagen, wo die Dings dann ist wieder, ne? Also ich laufe selber nach, weil ich verlaufe mich prinzipiell bei sowas. Kevin läuft hier hinten, das war was. Aber was ist denn hier hinten? Hier ist auch was. Oh, da ist ein Gegner! Ja, was ist denn da? Bald ein toter, ja, Kevin, oder wie? Da wollte ich ja hin. Weiß nicht, ein bisschen erkunden noch. Oder oh was? Gott, oh Gott, oh Gott. Hey. Ihr seid so viel schneller, wartet auf mich! Ich muss nicht reden, mehr laufen, Thomas! Ich bin nicht multitaskingfähig! Genau. Also die Passagierliste, die habe ich ja, die bleibt mir erhalten. Taucherausrüstung und Crossbow haben wir jetzt quasi eh wieder. Hier ist ein Lauf. Ja, da ist er auch ein paar Mal gestorben. Hier ist der Arm. Ich sterbe in jedem Game, come on! Würde ich hier Pokémon streamen, was ich tatsächlich überlege, ob ich sollte? Ich würde auch im Pokémon sterben. Welches Pokémon willst du denn streamen? Irgendein Nuzlocke. Ich bin mir selber noch nicht unsicher, aber ich habe richtig, richtig Bock auf ein Pokémon Nuzlocke. Stimmt, das war ja schon mal das Gespräch. Pokémon was? Nuzlocke. Das ist eine Challenge, die du dir selber aufgibst. Hast du gesagt. Ich muss vorher was essen. Okay. Also wir müssen bis Herbst warten, bis es soweit ist. Einfach, warte, hängt da ein Kronleuchter dran? Ja. Zelda, was machst du mit der Leiche im Garten? Sieht so hässlich aus, dass da einfach eine Spalte im Garten gezeigt. Ja, ich weiß, aber nutzt nichts. Wir könnten hier noch einen Garten hinsetzen. So. Das ist unser neues Häuschen. Warum? Ja. Nice. Da bleib, also ich hab da, schau, ich hab da jetzt sogar einen Beistelltisch noch hinbaut und jeder hat jetzt einen Stuhl, wir haben da noch, schau, da brauchen wir noch zwei Rehfälle. Die wurde jetzt auch ein Bett auf dich. Was? Es ist hier, hängt ein Aloe Vera auf dich. Och Mensch, Zelda! Das, lieber Chat, ist mein Freund. Jetzt habt ihr ihn mal kennengelernt. Vielleicht ist in deinem Bett, Zelda. Gott. Ich speichere jetzt die Welt, oder, Zelda? Ist schon wieder soweit, oder? Nee, für unseren Plan C. Plan C. Also, du musst eigentlich nichts machen. Dann viel Spaß. Ich muss nichts machen. Dankeschön. Tschüss. Ja, no, gute Besserung. Ich speichere jetzt mein Inventar. Okay. Und schieb dir alles zu. Achso, und dann lädst du deinen Charakter neu vom letzten Speicherstand und dann hast du die Sachen. Okay. Okay. Dass ich zumindest die wichtigsten Sachen wieder habe, oder? Genau. Ich kann nicht mehr Höhlenkarten tragen. Lol. Aber die passt eben. Eine Höhlenkarte? Die war ja irgendwie buggy, keine Ahnung. Also, das Einzige, was ich dann effektiv nicht mehr habe, also meine Schritte auf dem Schrittzähler natürlich. Und halt meinen Erkundungsfortschritt in auf der Map. Das sind jetzt eigentlich die beiden Sachen, die ich endgültig verloren habe. Genau. Okay. Ja. Also, wir merken uns, nicht im Wasser sterben. Wenn wir schon sterben, dann bitte doch nicht im Wasser. Genau. So. Kann ich jetzt Zelle in die Luft jagen? Warum willst du mich in die Luft jagen? Weil bei dir da irgendwas dranhängt. Verbesserter Speer. Dein Inventar leert sich. Du gibst mir jetzt wirklich alles, was du hast. Geh mal einen Schritt nach links, Zelda. LOL! Dieses Ding hängt in der Luft. Kann ich das schlagen? Nee, okay, schade. Bei mir steht da nichts. Ja, musst du sonst bei mir gucken, da hängt ein Dynamit, Leuchtfeuer, was ist das? Irgendwas hängt da halt in der Luft.
hängt da in der Luft? Da, das da. So. Okay, ich weiß nicht mal, warum da ein Dynamit liegt. LOL. Ja. Das hab ich schon. Ich glaube, wir haben hier eine tickende Zeitbombe. Die ist nicht angezündet, also. Okay, noch eine nicht tickende Zeitbombe. Oh Gott, wir haben echt schon viel Stuff gesammelt. Ey, lässt du mich raus? Dankeschön. Hobby Zugsperr. Du bist ein Gemeini. Frechheit. Ja, ich bin gerade voll happy mit unserem Haus hier. Das ist auch verdammt nice geworden. Aber ich muss jetzt mal einen Rundflug machen. Ja. Damit du, musst die... du musst jetzt mal von oben alles zeigen, einmal eine Rundumsicht machen. Ja. Hetz mich nicht. Nicht, aber ich bin voll stolz auf das, was wir da gebaut haben. Ich bin ja schon ein alter Mann. Warte. So. Eben. Von da sieht man schön, dass wir eben unsere drei Bälle haben. Hallo. Hip, hey. So. Oh, Steve ist verschwunden. Was? Das war der, den ich dir ins Bett gelegt habe. Achso, den habe ich in den Kamin geworfen. Wir haben Steve verbrannt. Er war frech zu mir, jetzt habe ich ihn verbrannt. Und eben ja, und wir haben bei jedem einzelnen ja, lass mich zeigen, Kummer. Entschuldigung. Eben in alle vier Richtungen geht die Seilrutsche und auf geht's. Hip. Hi. Unsere Verteidigungstürme mit Katapult. Alles schön beleuchtet für die Nacht natürlich. Ganz wichtig. Und unseren Aufzug gezeigt mit den coolen Lampen. Auf die Lampen bin ich nicht eingegangen. Stimmt. Ich komme nochmal. Ich will eben nochmal herumfliegen. Und ja, diese blöden Büsche im Weg, die respawnen bei jedem Serverstart. Also, bäh. Selbst wenn die vorhin weggemacht worden sind, ist neu gespawnt. Die sind immer noch da für mich. Oh Mann. Hier seht ihr die Beleuchtung und die geht mit hoch. Da hat Zelda, glaube ich, mal beim Bauen einen kleinen Bug ausgenutzt. Voll nice, voll fancy. Ich lieb's einfach. Ja, unsere kleine Apotheke mit Garten. So, Tauchgerät ziehen wir mal aus. Weil mich stört das da unten die ganze Zeit, wenn man das sieht. Wir müssen hier auf jeden Fall noch eine kleine Treppe hinbauen, Kuma. Wo? Wo denn? Bei der Bude. Im Häuschen. Ach so. Ah, ja, kann ich ja gleich noch schnell machen. Ist ja gleich erledigt. Weil ich glaube, die Standardtreppe ist zu hoch. Ich glaube, da braucht man Custom-Treppe, oder? Mhm. Hoch geht's. Muss jetzt erst einmal schauen. So. Ja, das schaut gut aus. Können wir wieder zwei Baumstämme holen und dann. Was? Ja. Das ist, was ich in der Hand habe. Das zählt nicht! Ich höre Gegner hinter dem dritten Verteidigungsring. Auf dem Weg! Warum willst du eigentlich auf die Nacht warten? Wir bekommen doch Gegner. Ja! Das mit der Tür ist echt doof da. So, wo da oben oder wie? Unten seid ihr. Hm? Hier oder wie? Ich komme. Kuma. Der Kuma war ja hier, als er es gesagt hat. Ich sammle Steine. Du bist auch so ein Stein. Du Steini, du. Moment. Den Köcher hast du mir nicht gegeben, oder? Konnte ich dir nicht geben. Ah, also den muss ich selber craften.
die ganzen Taschen und so weiter, die müsstest du nochmal selber craften. Kann ich dir leider nicht zu. Ja, wieso? Den Trinkbeutel hast du mir eh gegeben. Hä? Den hast du dir selber gecraftet. Achso, nee, das ist ja der Bärenbeutel, Blödsinn, Leute, den hast du mir gegeben. Im Hause ist eine Frau Mutant, eine Frau böse. Wie ist die da reinkommen? Böse Frau oder Mutantenfrau? Na, normale Frau. So, dann pack ich das Schwert, pack ich die Kanone wieder. Sie liegt schon am Boden. Was tust du dieser armen Frau an, sag mal? Sie hat Spaß. Warum legt sie sich schon hin? So, siehst du. Und die brauchen einen Baumstamm. Uff. Ja. Wieso legst du jetzt da hin? Achso, du willst sie da hochlegen. Die zuckt. Lol. ja. Läuft. Die Wegen sind hier auch sehr buggy. Es ist Forest, was erwartest du dir? Ich glaube, das Spiel wäre nie so fame worden, wenn es nicht so buggy wäre. Das ist einfach so. Ein Teil davon. Wir haben jetzt eine Treppe auch zu unserem Haus hier rauf. Treppe. Treppe, 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 Treppe. Buh. Oh Gott, ich kann mich selber nicht ernst nehmen, das ist das Problem. So, ich speichere mal. So, ich geh mal was essen. Ich bin paranoid, EF. Meine größte Angst, weil ich nämlich das Game auch hoste für alle, dass ich mal vergesse zu speichern und die ganze Welt einfach weg ist. Ja, da wäre mal traurig. Das ist, glaube ich, noch nett ausgedrückt. Ja, ich glaube, Kuma und Kevin wären dem mehr traurig und wütend als ich, weil ich habe da ja nicht viel gebaut. Mein Inventar bleibt für mich ja da. Wir haben einen Buschsturm. Lol. Was? Hier ist ein ganzes... Da, noch mehr. Hier fliegt ein ganzes Rudel an Büschen durch die Mauer. The fuck? Und die spawnt dann. Mal, ey, da ist er ja! Mach's mir auf, bitte. Thomas will mich hauen. Komm her, du! Komm her! Ich hab keine Ausdauer mehr, verdammt! Ja. Wo denn? Kuma! Kessli, nein! Hilf mir! Ja. Moment. Erst wo ich den Haskäfig hinten stell. Oh Mann. Ja, wie gesagt. Bin mir nicht sicher, ob ich die Map jetzt wieder komplett voll mache. Oben hatten wir ja alles voll. Die Höhlen haben gefehlt. Aber aus den Höhlen haben wir eigentlich soweit alles. Aha. Haha, du bist ausgesperrt. Kuma, du Verräter! Verräter! Sitze ich jetzt auf dir oder neben dir? Nee, neben dir. Neben mir. Okay. Du sitzt in ihm, teilweise neben ihm. Also doch! Ja, ja, hallo. So, bei der Aufteilung könnte eigentlich noch ein Dritter dran sitzen. Ah ja, okay. Läuft. Aber das finde ich jetzt einen wunderschönen Punkt, wo wir dann einen Streamer aufhören können. Wir haben noch 10 Minuten. Minimum. Ich sag ja, wo wir dann den Stream aufhören können. Oder? Ich verprügel ihn. Nein! Oh Gott, ich hab mich eingesperrt. Spielen wir jetzt fangen, oder was? Vor dem Kamin sitzen. Ja, genau, geh in die Höhle. Da geh ich nicht rein. Bin doch nicht lebensmüde. Ich geh Kamin sitzen und tu dabei Katzen streicheln. Au! Er hat mich geschlagen! Er hat mich ausgesperrt. Er wollte mich aussperren. Hast du nicht geschafft? Sala! Stehen geblieben! Ja. Ich habe einen Busch gekillt. Au!
Ich habe keine Pfeile mehr, ich schieße gerade Luft. Lol. Ist auch spannend, du machst alles. Nur halt, dass kein Pfeil drin ist. Ja. Zum Glück haben wir ja genug. Also wenn auf einmal im Dorf hunderte Pfeile herumliegen, Zelda war's. Craft man neue. nix mehr wie Federn und Pfeile. Oh, was war da jetzt für Explosion? Erdbeben? Irgendwas ist gerade explodiert. Kommt jetzt dieser neue Mutant? Ist ja geil, aber nee, ich hab den nur mitgeworfen. Ach so. Gut, dass Gebäudezerstörung aus ist, weil sonst würde ich jetzt weinen. Ja. Ich hab's extra aus der Basis rausgeworfen. Ja, das kommt mir teilweise vor wie beim Jahresmarkt auf diesen Schießständen, wo du die Enten niederknallen musst. Ich bin einfach Thomas Training. Du hast jetzt den modernen Bogen drin, ne? Ja, warum? Mach Rüstung weg. Bei dem handgemachten Bogen hast du ja so einen kleinen Stock. Beim modernen Bogen, da ist wirklich die Pfeilspitze da, wo das Ziel trifft. Ah, also da brauche ich nicht mehr so herum tun. Gar nicht wahr. Du hast gar keinen Headshot bekommen. Ihr schmiedet Pläne gegen mich, gebt es zu.